Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte dir hier Tipps geben zur Planung und Durchführung einer PowerPoint-Präsentation, einer Präsentation mit OpenOffice, LibreOffice, Impress. Also wie führe ich das dann praktisch durch? Was sollte ich beachten bei der Planung, bei der Vorbereitung und bei der Durchführung? Kommen wir gleich zur Planung und Vorbereitung. Wesentlich ist, dass das, was du machen möchtest, dass du genau weißt, was du da machen möchtest. Dass du also schon vor der ersten Folie gut gliederst, dir gut überlegst, welche Inhalte du ganz konkret sagen möchtest. Du hast eine beschränkte Zeit, zum Beispiel 10 Minuten, und kannst sicherlich nicht ins Detail, in die Tiefe deines Themas eingehen. Was sollte ich auf jeden Fall sagen? Und das gliedere ich, das unterteile ich in mehrere Punkte. Und das setzt natürlich voraus, dass du dir überlegst, welches Präsentationsziel hast du? Solltest zielorientiert sein? Was möchte ich erreichen? Und dann solltest du überlegen, welche Zielgruppe hast du vor dir? Hast du Spezialisten bezüglich eines bestimmten Themas vor dir, dann kannst du ganz einfache Fakten weglassen. Oder hast du absolute Einsteiger, Anfänger vor dir, dann sollte man sicherlich nur einen groben Überblick vermitteln. Was immer gut die Aufmerksamkeit steigert und für dich dann den Vortrag ganz gut verlaufen lässt, ist, wenn du praktische Beispiele verwendest. Verwende Beispiele aus dem Leben der Zuhörer. Oder Beispiele, die die Aufmerksamkeit steigern. Dazu gehören auch dann als Methode dann letztlich auch kurze Geschichten. Erzähle eine kurze Geschichte, die dir einfällt, die du auch im Netz findest. Es gibt sogar eigene Bücher. Du kannst hier in den Buchhandlungen schauen oder online schauen. Es gibt eigene Bücher für Referentinnen und Referenten, wie sie die Aufmerksamkeit gewinnen können. Dann solltest du dir überlegen, von der Anzahl der Folien, dass du maximal 3 Folien pro Minute verwendest. Das ist natürlich ein Richtwert, ist kein Gesetz, aber es dürfte dir klar sein, wenn du in einer Minute 5 Folien verwendest oder 6 Folien verwendest, dann hast du nur 10 Sekunden Zeit, die dann auch dann zu besprechen. Also nur ein kurzer Klick, dann 10 Sekunden, dann schon zur nächsten Folie. Da bleibt dir kaum Zeit, auf die Folie einzugehen und die Zuhörer haben ja auch kaum eine Möglichkeit, wirklich das, was auf der Folie dann steht oder was du da erklären möchtest, dann noch genauer aufzunehmen. Dann wesentlich Rechtschreibung. Versuche Rechtschreibfehler zu vermeiden. Und da gibt es natürlich dann mal 2 Möglichkeiten. Verwende einerseits mal die Rechtschreibprüfung des Präsentationsprogramms. Du kennst sicherlich diese rot unterstrichenen, rot unterwählten Linien und einem Wort, das die Rechtschreibprüfung nicht kennt. Das schaust du dir genau an und lese es mehrmals durch und frage jemand, bitte jemand, dass er deine Präsentation nochmal genau durchschaut. Jemand anderen fallen bestimmte Dinge dann eher auf vielleicht als dir selber. Dann ganz wesentlich, darauf möchte mancher gerne verzichten, weil man das ja angeblich eh nicht braucht. Das ist nämlich, einen Vortrag mehrmals zu üben. Stoppe dabei, während du diesen Vortrag machst, die Zeit, die du benötigst, und schau dann, passt diese Zeit, ist sie kompatibel mit der Zeit, die du vorgegeben bekommen hast. Wenn du 8 Minuten nur für deinen Vortrag brauchst, du solltest aber 10 Minuten reden, dann solltest du dir überlegen, welche Inhalte du vielleicht dazu gibst, und umgekehrt natürlich, wenn du zu lange brauchst, würdest du dann, wenn du das nicht vorgeübt hättest, dann Schwierigkeiten bekommen, müsstest dann zum Schluss etwas weglassen. Und ganz nebenbei, dieses Üben des Vortrags hilft dir dann auch etwas gegen Lampenfieber. Das heißt, du weißt, du wirst es schaffen, so wie du es zu Hause mehrmals geschafft hast, und das wird dich dann weniger nervös sein lassen. Also Übung lohnt sich. Dann zu einem weiteren Punkt der Zusatzinformationen. In einigen Fällen wird es so sein, dass du dann gefragt hast, müssen wir etwas mitschreiben, bekommen wir zusätzliche Informationen? Dann kannst du zum Beispiel sagen, ja, ihr bekommt von mir ein Handout, einen Handzettel. Und da aber ganz wichtig, bitte die Mitschrift nicht, außer es wird unbedingt verlangt, ja, die Mitschrift nicht vor deinem Vortrag aushändigen. Die Leute werden dann dort sitzen, werden dann diese ausgedruckten Zettel dann durchschauen, werden dann weniger auf dich achten. Sag am besten, sie bekommen das nach dem Vortrag oder du wirst diese Folien ihnen dann zum Beispiel per E-Mail senden, wenn dir jemand seine E-Mail-Adresse gibt. Oder jemand, der diese Veranstaltung organisiert, der könnte dann diese E-Mails dann sammeln, diese E-Mail-Adressen dir dann zusenden und du versendest dann deine Präsentation. Also ganz wichtig, erst nach der Präsentation. Dann sind wir jetzt schon vom Verlauf der Präsentation und bei der Körperhaltung. Versuche aufrecht zu stehen, bewege dich nicht unendlich oft hin und her. Versuche einfach ruhig zu wirken und von deiner Stimme her solltest du laut und deutlich sprechen, eine klare Aussprache haben, nicht nuscheln, und du solltest frei sprechen. Am schlimmsten ist es, und es kommt leider so häufig vor, ist, wenn Folien eingeblendet werden, steht da noch ganz viel Text dann auch noch leider Gottes drauf,
und man liest diese Folien einfach vor. Wichtig ist es dann wirklich freizusprechen und wenn man schon Notizen verwenden möchte, dass man diese zum Beispiel auf Karteikarten einträgt, aber auf diesen Karteikarten wiederum auch nur Stichworte einträgt. Denn sonst könnte es einem passieren, dass man wieder dort steht, dann liest man nicht von der Folie ab, sondern man liest dann von diesem Notizzettel, diesen Karteikarten dann ab. Dann probiere möglichst auf eine Umgangssprache zu verzichten, also weniger im Dialekt von, sondern eher standardsprachlich, schriftsprachlich dich da auszudrücken. Und was die Blickrichtung betrifft, versuche immer wieder Blickkontakt zum Publikum herzustellen. Durch dieses Aufnehmen, dieses Kontaktaufnehmen mit Hilfe deines Blicks zum Publikum kannst du die Aufmerksamkeit deiner Zuhörerinnen und Zuhörer steigern. Da gehört es auch dazu, dass du kurze Pausen einsetzt. Einerseits um Blickkontakt zum Publikum aufzunehmen und andererseits dementsprechend auch, dass die Zuseher dann auch die Möglichkeit bekommen, deine Folien näher zu betrachten. Wenn ich hier vorhin gerade auf die Folien eingegangen bin, dann verweise ich auf ein anderes Video von mir, wo ich noch genauer Tipps gebe, wie man Folien machen sollte, wie man sie nicht machen sollte und welche Tipps und Tricks es da gibt. Zum Schluss kommen wir zur Technik. Die Präsentation wird wahrscheinlich mit Hilfe eines PCs oder Notebooks ablaufen. Kontrolliere dann noch vor der Präsentation natürlich, möglichst lange davor, ob die Anschlüsse passen, wenn du mit deinem eigenen Notebook kommst. Nämlich die Anschlüsse dann an den dortigen Beamer, ob da Kabel vorhanden sind, wie schaut es aus mit deiner Stromversorgung, ist dein Notebook, wenn du es mit hast, ausreichend aufgeladen. Wenn das nicht der Fall ist, musst du für eine Stromversorgung sorgen. In jedem Fall versuche bitte, deinen Akku vor möglichst aufgeladen zu zeigen. Dann, welches Präsentationsprogramm ist tatsächlich installiert? Wenn du mit Microsoft PowerPoint arbeitest, der neuesten Version, und dann das Pech hast und du kommst dorthin und der PC, der dort angeschlossen ist, hat dann zum Beispiel eine alte PowerPoint-Version, dann wirst du vielleicht Schwierigkeiten haben, deine Datei, die du dort hast, die werden auch darauf eingehen, auf diese Dateiformate, dass du sie nicht abspielen kannst. Wenn du deine Präsentation mit OpenOffice oder LibreOffice machst, dann ist dort vielleicht OpenOffice, LibreOffice, Impress nicht installiert. Das führt uns dann in Dateiformaten. Du solltest deine Präsentation in mehreren Formaten abspeichern. Möglichst viele Dateiformate. Und dann aber achte darauf, dass du zum Beispiel beim PowerPoint eine PPTX, das ist das neuere Format von PowerPoint, verwendest, aber auch eine für ältere PowerPoint-Version, die PPTT-Version. Und wenn du dann auch vielleicht damit rechnen musst, dass nur unter Anführungszeichen OpenOffice, LibreOffice installiert ist, dass du auch eine ODP-Version hast. Und dann ist es ganz wesentlich natürlich, dass du das dann auch testest. Denn ODP-Dateien in OpenOffice zu öffnen, da kann es sein, dass manche Dinge, die du auf diese Folie hineingepackt hast, dann verloren gehen und umgekehrt genauso. Dann eine Sicherheitsmaßnahme, ein ganz wichtiger Tipp ist, erzeuge auch eine PDF-Datei. Das heißt, wenn die Präsentationsprogramme nicht funktionieren, also weder PowerPoint noch OpenOffice, dann kannst du zumindest eine PDF-Datei über den Beamer dann einblenden. Dann ist es natürlich auch wesentlich, dass du zum Beispiel hier einen USB-Stick dir mitnimmst, denn wenn dein Laptop zum Beispiel knapp vor der Präsentation Probleme hat und du deine Präsentation nur auf deinem Laptop hast, dann könntest du Schwierigkeiten haben, wenn du zum Beispiel deinen Laptop nicht anschließen kannst an den Beamer. Deswegen nimm auch einen USB-Stick mit, wo du all diese Dateien, die du gespeichert hast, dann hier auch einmal drauf kopiert hast. Dann kontrolliere, ob die Lichtstärke des Beamers ausreichend ist und im Fall der Fälle, dass du dann dafür sorgst, diesen Vortragsraum dann auch abzudunkeln. Dann ist es ganz eine praktische, hilfreiche Sache, einen Laserpointer zu haben. Dann kannst du nämlich mit diesen berühmten roten Punkten dann, mit diesem Laserstrahl auf einzelne Bereiche der Folie viel besser verweisen und kannst dann auch die Aufmerksamkeit dann viel stärker auf bestimmte einzelne Details deiner Folie, deiner Präsentation dann lenken. Dann kann ein guter Tipp noch, ist eine sogenannte Funkmaus. Manchmal gibt es auch Geräte, die in einem eine Funkmaus und ein Laserpointer sind. Und die haben den Vorteil, wenn du damit dann durch den Raum gehst, kannst du von jeder Stelle des Raumes aus dann einen Wechsel der einzelnen Folien bewirken. Das heißt, du bist nicht daran gebunden, dass du immer bei diesem PC stehen bleibst oder bei deinem Laptop stehen bleibst und eine bestimmte Taste drückst. Nein, du kannst dann auch in einer günstigeren Position im Raum aus dann zur nächsten Folie weiterschalten. Ich hoffe dir, mit diesen Tipps zur Planung und Durchführung einer Präsentation mit einem Präsentationsprogramm geholfen zu haben. Bis zum nächsten Video.